Mädel Leute, Serplin hier. Heute habe ich, wenn das Video in Time rauskommt, Geburtstag. Also es sollte am 9. Juni online kommen. Wir wissen aber alle, wie scheiße ich darin bin, Videos zu machen und Zeitpläne einzuhalten. Also ja, das wird nicht passieren. Garantiert nicht. Ich schaue das wahrscheinlich irgendwie so 3 Monate später oder so. Aber hey, wenn man mal Geburtstag hat, kann man doch einfach mal drüber reden, wie man fast von seiner Schule eine Anzeige bekommen hätte, wäre man nicht in dem Zeitpunkt noch nicht jugendlich, sondern noch ein Kind gewesen. Ja, also fang einfach direkt an, obwohl ich kein Storytime-YouTuber bin. Los geht's. Also, das Ganze spielt in der ungefähr, ja, 7. Klasse. So, ich war ein dummes Kind, bin ich immer noch. Ich hab mich kein bisschen verändert. Ja, also, ich war da mit diesem Kind, nennen wir ihn Cornolio. Cornolio ist so ein ganz witziger. Der hat mir gesagt so, hey Boy, sag Adolf Hitler. Ich so, Adolf Hitler. Und ja, das hat sich die ganze Zeit einfach gezogen. Das war irgendwie irgendein Drecks-Insider. Ne? Also, das war die letzte Stunde. Es klingelt, diese Scheiß-Klingel. Alle gehen raus. Und unsere Schule hat bei dem Gymnasiumkomplex, in dem ich zu dem Zeitpunkt war, unten so ein Bandraum in einem Keller und so, da sind ein paar andere Räume noch und so. Und da ist halt einer meiner Freunde runtergegangen. Ich dachte mir so, okay, harze ich mir noch ein bisschen Pfand von dem Wichser. So, ne, auf Ehrenbruderbasis. Und dann, ne, ich gehe einfach runter. So, denkt mir nichts Schlimmes dabei, latscht da so den Weg lang und ja, bin dann quasi unten in diesem Keller. Und besagtes Kind namens Cornolio ist auch in diesem Zimmer. Oder nicht in diesem Zimmer, in diesem Gang halt, in dem Kellergang. Und ja, er sagt so, hey, komm, tu es, schrei es. Es war zu dem Zeitpunkt halt Unterricht, aber der Keller, da hört man nichts raus. Ich, geistig ganz weit entwickelter, schreie Namen und hinter mir, der Raum geht auf und ratet mal, wer es war. Der stellvertretende Schulleiter, aka mein derzeitiger Klassenlehrer. So, das war erstmal der Schock meines Lebens. Der sagt mir, hey, Herr Serplin, kommen Sie mit rein. Ich denke mir so, fuck? Und da ist dann noch ein anderer Typ, der so, er ist Türke und der redet öfter über Rassismus und so, ist normalerweise Physiklehrer. Und der hält mir erstmal so straight up, was weiß ich. Lass mich lügen. 10, 15 Minuten lang so ein Vortrag darüber, wie scheiße dieser Mensch doch war, was mir natürlich fucking bewusst war, aber naja, er hält mir halt den Vortrag. Naja, ist ja auch scheißegal so. Danach, als er es beendet hat, schaut mich der Lehrer an, sagt so, also der andere Lehrer, der stellvertretende Schuldirektor, ja, komm mit ins Sekretariat. Wir rufen deine Eltern an. So, ich denke mir so, okay, ich latsche mit dem hoch, frag dem so, während wir gerade hoch wieder aufs Erdgeschoss gehen, so, ja, kriege ich dafür jetzt eigentlich eine Anzeige? Und der so, ja, du solltest dafür jetzt eine Anzeige bekommen. So, ich hatte, by the way, am Ende keine Anzeige. Zum Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch minderjährig war. Und, Junge, ich habe aber nicht daran gedacht, dass ich noch minderjährig bin. Ich dachte mir einfach so, ja, fuck, kriegst du jetzt eine Anzeige wegen Volksverhetzung? Das kann man auf jeden Fall easygoing mal machen, so. Quasi, ich scheiß mir einfach die ganze Zeit durchgehend in die Hosen halb. Kann man ja mal machen. So, Anzeige nach Hause bringen. Ist ja kein Ding. So, wer macht das nicht? Jeder wird doch schon mal angezeigt. Von seiner Schule. Ja, also ich Panik. Also ich war einfach in meinem Kopf so, fuck, 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 fuck. Ne, latscht da weiter mit dem hoch. Dann ist da so eine halbe Stunde lang irgendwie so ein, wollen die meine Eltern kontaktieren? Meine Mutter ist nicht da, mein Vater pennt zu dem Zeitpunkt. Ja. Es war angenehm. Und ne, irgendwann sagen diese einfach so, okay, gut, wir fahren dich jetzt dahin. Das sollte eigentlich nur die eine, die da immer im Sekretariat arbeitet, die Sekretärin machen. Die hatten aber aus irgendeinem Grund so, ich war die ganze Zeit super chill, ich habe einfach nichts gesagt die ganze Zeit. Die dachten aber irgendwie so, ich könnte die irgendwie, keine Ahnung, bedrohen oder so, wenn da jemand mitkommt. Also, ich, dieser
ja, stellvertretende Direktor zu dem Zeitpunkt und die Sekretärin steigen in dieses kleine Auto ein, fahren da 10 Minuten zu meinem Ort, also in mein Dorf. Und ich darf dann meine fucking Eltern wecken. Weckst du meinen Vater auf? Ja, erklär ihm die Situation, der geht runter, die hacken den eine halbe Stunde lang ab. Ja, Endresultat davon, ich habe keine Anzeige bekommen. Ehre. Ja, es war eigentlich nur, weil ich minderjährig war. Also sonst, ja, das Nachspiel davon. Ich hatte halt kurz danach Geburtstag, hab meine Switch bekommen, auf Ehrenbruderbasis, direkt weg. Die habe ich erstmal für einen Monat nicht mehr gesehen. Mein PC weg für einen Monat. Ja, das war eigentlich so ziemlich alles. So, ich hatte danach eigentlich kaum noch irgendwelche Probleme. So, hab einfach nach einem Monat mein Zeug wiederbekommen. Dachte mir so, geil. Ja. ja, so. Moral der Geschichte. Bitte seid nicht dumm. Bitte schreit keine bösen Menschen durch den Raum. Ja, kein Adolf Hitler durch den Raum schreien. Ich war dumm zu dem Zeitpunkt, bin ich immer noch, aber ne. Seid einfach nicht so wie ich, Kinder. Seid nicht so wie Serplin. Das ist eigentlich immer ein guter Tipp, so. Denkt eigentlich einfach im Kopf, was würde Serplin tun und entscheidet euch genau für das Gegenteil davon. Dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Naja. Danke, wenn ihr euch die 6,5 Minuten von mir jetzt gegeben habt, ne? Ehre. Ihr seid cool as fuck, Boys. Denkt dran. Bleibt toxisch. Deabonniert mich. Dislike mich. Entbimmelt die fucking Glocke und jetzt. Runde von Rasen funktionieren!